Häufig gestellte Fragen, kurz und schmerzlos. Heute Schweißen mit Pulsfunktion. Für die Pulsfunktion sind zwei Werte sehr maßgeblich und das ist einmal die Impulsfrequenz und einmal die Impulsweite. Ich erkläre euch kurz, was es damit auf sich hat. Die Impulsfrequenz ist bei der heute genutzten Maschine, der ACDC Cut 200 Puls, in zwei Modi einstellbar. Einmal der Short-Puls mit dem eingezeichneten Symbol und einmal der Long-Puls mit diesem Symbol an der Maschine regelbar. Unterschied zwischen den beiden: Short-Puls geht von 0,5 bis 15 Hertz und der Long-Puls geht von 5 bis 150 Hertz. Frequenz und die Einheit Hertz, was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir einen periodischen Zyklus haben. Ein gesamter Zyklus wäre der eingestellte Hauptstrom von 60 inklusive dem Sprung runter auf die 30 wären ein Zyklus. Wenn wir das Ganze jetzt nehmen als eine Sekunde, würde das bedeuten, dass wir eine Einstellung von einem Hertz haben und somit einmal die 60 bis zur 30 als Zyklus abfahren. Wenn wir die Herzzahl erhöhen, bleibt unsere Sekunde die gleiche. Wir erhöhen allerdings die Zyklen, die in dieser Sekunde ablaufen. 2 Hertz bedeutet zweimal der Zyklus. Dementsprechend gehe ich auf den Longpuls, stelle hier 50 Hertz ein, bleibt unsere Sekunde die gleiche und wir haben 50 mal den Zyklus. Impulsweite in Prozent. Diese Prozentzahlen beziehen sich tatsächlich auf die Zeit und zwar auf die Verweildauer im jeweiligen Strom. Jetzt haben wir hier einmal den Maximalwert von 90% angegeben. Das bedeutet, in einem Zyklus befinde ich mich 90% der Zeit in unserem Hauptstrom. Jetzt schauen wir uns einmal das Gegenteil an. 10% Impulsweite bedeuten, dass ich mich nur 10% der Zeit in einem Zyklus in unserem Hauptstrom befinde und somit 90% in unserem Impulsstrom. Jetzt möchte ich euch noch eine Sache zeigen. Was wir hier sehen, ist eine Impulsweite von 50%. Ich befinde mich also 50% der Zeit in meinem Hauptstrom und die anderen 50% in meinem Impulsstrom. Eine Sache sei gesagt, Pulsschweißen funktioniert im AC und auch im DC-Modus. Wir gehen jetzt in den Praxisteil und werden ein bisschen Aluminium schweißen und ich zeige euch anhand eines Beispiels, wie ihr euch das Leben etwas einfacher machen könnt beim Aluminiumschweißen. Freunde, vorbereitet zum Schweißen. Eingestellte Werte sind tatsächlich die an der Tafel stehenden 60 Ampere Hauptstrom, 30 Ampere Impulsstrom. Für die Frequenz habe ich mich für die allerniedrigste entschieden, 0,5 Hertz. Wir gucken mal, wie das in der Praxis aussieht. So, Freunde, was ich jetzt mache, ist, immer wenn wir den Hauptstrom erreichen, gebe ich etwas Zusatz. Und immer wenn wir in den Impulsstrom gehen, bewege ich mich vor. Und so häkel ich mich bis zum Ende. Freunde, was für Vor- und Nachteile der Puls bringt, für den Einsteiger zum Beispiel, genau so behandeln wie in dem Praxisteil gesehen.
die Frequenz ganz runterregeln, gegebenenfalls mit der Impulsweite ein bisschen spielen und sich von dem Hauptstrom ein klein wenig entledigen. Das heißt, hier natürlich die Extremwerte 10 und 90, aber ich sag mal, wenn wir hier auf 40% Impulsweite gehen, was bedeutet, dass wir 40% lang im Hauptstrom bleiben, sind wir kälter. Wir haben weniger Verzug. Genauso können wir mit Einbrand arbeiten, wenn wir hier ein bisschen hochgehen. Und die 0,5 Frequenz hilft dabei, den eigenen Takt zu finden. Man stellt sich also hier das Gerät so ein, dass man selber gut klarkommt. So, kurz und schmerzlos, FAQ in der Stahlwerkstatt. Wir sehen uns wie immer in der nächsten.